In erster Linie habe ich das Buch geschrieben, weil ich etwas dalassen möchte. Ich möchte ein Erbe hinterlassen. Ich möchte, dass man sich an mich erinnert. Ich möchte unsterblich sein. Und natürlich gibt es dort, wie gesagt, es gibt sehr, sehr furchtbare Geschichten. Es gibt sehr, sehr lustige Geschichten. Alles, was das Leben ausmacht, findet man in diesen Zeilen wieder und findet man in sich selber wieder. Und das ist das, was ich mir am meisten wünsche, dass sich Menschen in meinen Zeilen wiederfinden, ob nun in der Musik oder in diesem Buch. Es wäre mir einfach wichtig, dass sie sich da wiederfinden. Das ist der große Unterschied. Bei einem Buch hast du Zeit, 400 Seiten, und bei einem Titel 3 Minuten 20 oder beim Album 45 Minuten. Natürlich kann aus einem Musikautor auch ein Buchautor werden. Und ich habe das Verlangen, mit Worten umzugehen. Ich habe das Verlangen, über mich kundzutun. Ich habe das Verlangen, Menschen etwas dazulassen, meine Meinung dazulassen, ein Zeichen dazulassen, zu sagen, ich war hier. Es ist viel, viel größer als alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe. Und natürlich, ich bin unglaublich stolz darauf, zu sagen, ich habe ein Buch geschrieben und ich bin Buchautor. Da habe ich endlich mal Zeit, alles das zu sagen, was ich schon immer sagen wollte. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, wie sehr mich das selber dann auch wieder verändert. Wenn man sich eben mit gewissen Sachen, ob unschön oder schön, auseinandersetzt, es verändert dich selbst. Ich möchte meinen Lesern mit dem Buch vermitteln, dass es um einen Menschen geht, der, manche würden sagen, ein Schicksal hat, egal wie hart oder wie einfach es war. Er hat immer an diese Leidenschaft geglaubt. Und ich glaube, dass es im Leben eben darum geht, für sich selber eine Leidenschaft zu entdecken und dieser Leidenschaft eben nachzugehen. Du bist aufgefahren und fällst aufs Alle. Es war geil, mit all dem Müll, mit all den schönen Dingen. Es war so geil. Machst die Augen zu und gehst. Das wäre mein größter Wunsch. Und ich glaube, das Buch ist halt, ist auch für mich dafür da, zu sagen, übrigens, so war's. Wer es genau wissen will. Denn so fühlt sich Leben an. Ich bereue keinen Fall.